Garten des Bösen. Was hatten wir da? Da fehlt noch ein Ziel. Und der Arachno-Handschuh. Vielleicht gehen wir da mal als nächstes wieder rein. Den Garten des Bösen. Vielleicht schaffen wir das jetzt. Ach genau, das Rätsel. Wir müssen das letzte Rätsel lösen. Da war was. Wie war denn das? Jetzt müssen wir erstmal gucken. Freigeschaltete Türen bleiben freigeschaltet. Hier war doch... Moment, haben wir den Trimmer irgendwo? Wir hatten doch so ein lustiges Gerät. Tun wir den mal vielleicht hier hin. Wo ist das Teil denn? Ja, hier fehlt noch so einiges, aber der Trimmer hier. Ja, ich höre dich. Ich sehe dich sogar. Ist ja ein Ding. Warte. Nee, hier. Wenn ich dich gerade sehe, dann kann ich auch schnell draufhauen. So, aber ich will eigentlich den Trimmer nehmen. Gab es hier nicht eine Abkürzung? Irgendwo? Hier. Da ist die Abkürzung. Ah, guck mal. Was? Achso, nee, das ist ja... Ja, okay, die Munition ist wahrscheinlich jedes Mal wieder da. Okay. So, wo war denn das Rätsel noch? Welches Rätsel mussten wir noch lösen? Hier irgendwas? Oder wie funktionierte das? Oder hier? Ja, nein! Ah! Wo ist denn das letzte Rätsel? Oh, diese Viecher, ne? Oder muss ich jetzt nochmal der Reihe nach alle Rätsel lösen, um an das letzte dran zu kommen? Also wir hatten dieses Rätsel hier auf jeden Fall. Das waren ja hier die Statuen. Ich glaube, die mussten wir irgendwie der Größe nach sortieren, wobei ich jetzt gerade nicht mehr weiß, ob auf- oder absteigend oder so. Aber hier haben wir, glaube ich, noch nichts gemacht. War das hier? Es muss irgendwo noch ein Rätsel geben. Hast du mit der Pfanne den Stein gespalten? Fast. Ich habe es versucht. Aber ich glaube nicht. Der ist auf jeden Fall kleiner als der da unten. Ich muss erstmal die anderen noch finden. Das Problem ist, ich wusste auch beim letzten Mal nicht, welches das letzte Rätsel ist. Moment, töte eine Netzspinne. Löse das Rätsel Leuchtfeuer. Das war das hier vorne. Da mussten wir hier die Schalen anzünden. Da drüben ist auch noch ein bisschen Munition. Die nehmen wir mit. Da ist auch eine Netzspinne nochmal. So, also hier dieser Stein. Diese Steine haben, glaube ich, immer die Rätsel markiert. Da war auch eigentlich eine Fahne drauf. So, da mussten wir beim ersten Mal die Steinschalen hier anzünden. Dann waren wir hier drüben. Leben imitiert Kunst. Da mussten wir hier, da mussten wir die kleinen Bonsais hier, die kleinen Bäumchen, mussten wir hier platzieren und zwar neben den entsprechenden großen Bäumen. Das war dieses Rätsel, das haben wir auch gelöst. Dann ging es weiter. Achso, enthülle die versteckten Pfade war genau hier das mit dem Trimmer, was ich eben gemacht habe. Da gab es hier verschiedene... Genau, hier. Es gab drei Abkürzungen irgendwie. Ich weiß gerade nicht mehr, wo die dritte war. Hier nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es drei Abkürzungen. Zwei oder drei. Ich meine drei. Das war das. Hier ist noch einer von den Löwen. Ja, und dann war genau Katzen. Katzenhüter war das andere Rätsel. So, aber ich habe das letzte Rätsel praktisch gar nicht gefunden. Das müsste eigentlich hier drüben irgendetwas sein. Also das hier haben wir eigentlich schon erledigt. Ah, das ist der kleinste. Ah, und da oben ist der Handschuh. Aber mir ist einfach nicht klar... Ah, hier ist noch eine von den Katzen. Mir ist nicht klar, was das letzte Rätsel überhaupt ist. Ah, das ist der kleinste. Okay, jetzt die Frage, in welcher Reihenfolge sie sortiert werden.
Leinsten entweder nach ganz oben. Oder genau umgekehrt. Aber da wir das auch schon mal hatten, bin ich, wie gesagt, auch gar nicht sicher, ob das jetzt nochmal abgehakt würde oder so. Ups, ups. Falscher Stein. Ja, keine Ahnung. Aber das hatten wir halt schon mal. So, und da oben ist der... Genau, den Arachno-Handschuh kann ich noch nicht machen, weil mir die letzte Aufgabe fehlt. Und das ist schneller Schlag. Löse das Rätsel. Ich meine, schneller Schlag könnte natürlich... Wir haben hier oben... Da sitzt auch wieder ein Viech. Ah, eklig. Wir haben hier oben in diesem Raum die Shuriken bekommen. Vielleicht ist das Rätsel, in Anführungszeichen, dass ich Spinnen damit töten muss. Ganz wichtige Unterscheidung, die Netzspinne im Gegensatz zur Hängemattenspinne. Genau, ja, die ist ja mehr gechillt, man kennt das. Die Hängemattenspinnen sind ja ganz gechillte Kollegen. Aber die Netzspinnen, die sind aggro, weil im Netz verhält man sich ja ganz anders. Da kannst du ja aggressiv sein. Achso, jetzt natürlich das Blöde. Ah, das ist jetzt doof. Wenn ich die jetzt benutzen sollte, weil ich nämlich dummerweise bei den Upgrades gerade den Magneten ausgeschaltet habe. Das heißt, ich kann die Sterne nicht wieder mit einsammeln. Das ist doof. Die Spinne war schon Webdesigner, bevor es cool war. Genau, das ist richtig. Aber auch im Netz ist man nicht anonym, ganz wichtig. Ah, Velare, hey! Hallo, schönen guten Abend, schön, dass du reinschaust. Das Rätsel ist, töte Spinnen mit Shuriken. Das habe ich mir gedacht, das war genau mein Gedanke gerade. Das Dumme ist, ich habe eben das Upgrade abgewählt, mit dem ich die Shuriken wieder einsammeln kann. Das würde ich jetzt natürlich eigentlich lieber wieder aktivieren, bevor ich die einsetze. Von daher werde ich das Level, glaube ich, nochmal verlassen müssen. Das Upgrade wählen. Und dafür muss ich erstmal 20 Spinnen... Oh mein Gott, nee, komm. Kann ich nicht einfach zurück zum Hauptmenü hier? Ja, 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 ja. Ich muss das Upgrade wieder einschalten. So, wo war denn das jetzt? Also, Garten des Bösen. Aber wir müssen nochmal in die Upgrades. Genau, den Riesenmagnet brauche ich nämlich dann. War... Ist das die Taschenlampe, die ich brauche, um Dinge zu sehen? Ich mache das mal anders. Ich nehme mal die... Gelsohlen weg und dafür den Magneten wieder mit. Wirf Objekte weiter, oder? Wir nehmen das weg, nehmen die wieder mit. Dann werfe ich halt die Sachen nicht mehr so weit, aber das... Ja, ist vielleicht... Obwohl, wenn sich das auch auf die Shuriken bezieht, ist natürlich blöd. Aber den Riesenmagneten brauche ich, um die wieder aufnehmen zu können. Okay, so. Und dann gehen wir jetzt nochmal in den Garten und versuchen das mal. Ist es denn egal, welche Spinnen ich töte, oder muss ich die an einer bestimmten Stelle erwischen? So. Nun denn. Ach ja, wir können ja wieder Munition mitnehmen hier, alles Mögliche. Ziel erreicht. Schneller Schlag. Ach, das war's jetzt schon ernsthaft? Das war... Ich musste eine einzige töten damit. Oh, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht mehr gemacht, weil ich alle Spinnen getötet hatte, bevor ich die Sterne da bekommen habe oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, ich müsste jetzt zig davon. Mehrere. Viele. Eine. Unfassbar. Okay, ja, dann. Genau. Viel Stress um nix. So, dann können wir uns jetzt den Arachno-Handschuh hier oben anschauen, was eventuell auch damit zu tun haben könnte. Ah, geh weg. Nein, wo bist du? Widerlich. Blödes Viech. Keine Ahnung, wo die jetzt ist. Egal. So, was ist das? Töte Spinnen mit Hilfe von... Ja, ich hab's mir gedacht.
Wie viele und in welcher Zeit? 7! Sind die denn alle? Ach, hier oben laufen die dann rum. Ah nein, ekelig! Ich sehe keine. Nee, ich hätte runterspringen sollen. Okay, ich habe ein bisschen gepennt. Ah! Noch welche. Nein, ich habe keine. Oh nein, ich Idiot, habe keine Dinger mehr. Oh, das war aber knapp. Wo habe ich denn noch? Wie viele hatte ich da insgesamt? 7. Habe ich noch welche irgendwo liegen? Was mit den Magneten, die alle wieder einsammeln? Hahaha. Was? Wo ist das Zeug hingeflogen hier? So, also 7 habe ich offenbar. Okay, ja, aber dann haben wir das. Die Aufgaben haben wir aber alle abgeschlossen jetzt. Und den Handschuh auch, oder? Yay! Sehr schön. Dann können wir hier jetzt wieder raus. Nicht wahr? Wird das auch... Das wird auch gespeichert, wenn ich jetzt einfach so rausgehe, oder? Wie war der Hinweis? Hätte ich vielleicht mal lesen sollen. Zurück zum Hauptmenü. Freigeschaltete Türen, abgeschlossene Ziele und neue Ausrüstung, Upgrades werden gespeichert. Okay, alles klar. Dann kann ich ja einfach rausgehen. Perfekt. Garten des Bösen. 2 von 2, 6 von 6, 8 von 8, 2 von 2. Handschuh abgeschlossen. Sehr gut. Okay, so, was hatten wir noch? In der Scheune. Fehlt uns noch ein Ziel. Ich glaube, das war das mit dem Amboss. Ich sollte irgendwas... Sollte, glaube ich, den Amboss auf eine Spinne fallen lassen. Außerdem fehlen noch Batterien. Ja, gehen wir da einfach mal rein. Ich habe noch keine großartige Idee, wie das mit dem Amboss laufen soll. Der Stein da bewegt sich irgendwie auffällig. Dabei ist da gar keine Spinne, tatsächlich. Aber da ist eine. Ah ja, genau, richtig, da war was. Die explodieren zum Teil. Okay, lass den Amboss auf eine Spinne fallen. Das sollte irgendwie funktionieren. Ach ja, und wir können angeblich im Tracker ja jetzt auch Upgrades und sowas sehen. So, ich muss erstmal den Amboss wieder finden. Der ist dort. Und an den soll ich jetzt einen Ballon anheften, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Machen wir das mal hier hin. Ah, da hätte sich jetzt gerade schon vielleicht ein Moment ergeben können. Moment. Wie geht das? Munition 12. Ja, jetzt muss ich gleich wieder spinnen. Okay. Jetzt muss ich eine Spinne anlocken. Hallöchen, kommt mal her. Ja. Nein, der blöde Stein! Hätte der blöde Stein da jetzt nicht gelegen, hätte das klappen können. Okay, es hat geklappt. Töte eine Spinne, indem du einen Amboss auf sie fallen lässt. Aus irgendeinem Grund hat das funktioniert. Okay, offenbar reicht das, wenn sie an den Amboss dran, ich weiß nicht, laufen. Das ist ein bisschen kurios, aber naja, ein Comic-Klassiker halt.
Ist in Ordnung, ich nehme das als erledigt. Oh, komm schon. So, was wir noch finden müssen, sind Upgrades und derlei Dinge. Werden die denn angezeigt überhaupt? Das weiß ich nämlich noch gar nicht, wie das dann aussieht, wenn es ein Upgrade oder eine Batterie oder irgendetwas in der Nähe gibt. Oder wird das einfach, ist das einfach auch ein roter Punkt? Es könnte natürlich sein, dass ich hier einige Dinge in Brand stecken muss. Und sich da drin etwas befindet, vielleicht auch. Ich fackel einfach alles ab. Nichts ist sicher vor meinem Laser. Aber das ist eine gute Methode, Feuer zu legen. Tatsächlich. Ach ja, und wir können jetzt das hier machen. Töte Spinnen mit dem Revolver ohne nachzuladen. Ach, so wie mit der Schrotflinte. Ups. Das macht Spaß. So, das war gar keine Königin. Okay, mit dem Revolver ohne nachzuladen. Habe ich den Revolver hier eigentlich noch? Nee, ich habe die andere Waffe da. Moment. Revolver, Revolver, das ist der da. Ich nicht so viel Munition, aber okay. Das Ganze auch wieder in begrenzter Zeit. Was? Das ist nicht der Revolver. Moment, das ist der Revolver. Mist. Ich muss 5 töten. Ja, aber das funktioniert ja schon nicht. Ist das? Moment, ist das der Revolver überhaupt? Sollte doch. Aber warum. Nee, Moment, warum habe ich denn keine getötet? Ich töte Spinnen mit dem Revolver ohne nachzuladen? Das ist nicht der Revolver offenbar. Was ist es denn? Moment, was ist der Revolver, wenn das keine Spinnen waren? Schrotflinte, Revolver. Da steht sogar Revolver dran. Weil du nur auf Königinnen schießt und die zählen nicht als Kills. Da fuck. Hier laufen aber auch nur Königinnen rum. Ist ja mies. Okay. Töte Spinnen. Da steht nirgendwo, Königinnen zählen nicht als Spinnen. Mieser Mist. Wo kriege ich denn andere Spinnen her? Hier liefen ja überwiegend Königinnen rum. Da muss ich ja irgendwie schnell wechseln. Muss erst eine Königin. Vielleicht wechseln zwischen Schrotflinte und Revolver. Aber alles, womit ich schieße, macht die ja nervös, die Viecher. Ne, warte mal, dann nehme ich vielleicht die
die leise Waffe. So, dass ich dazwischen wechseln kann. Mit der leisen die Königin töten. Und dann mit dem Revolver die Kleinen. Ja, ist ja kurios. Für mich wäre das ein Revolver, denn die Kammer dreht sich. Ja, das ist auch. Das ist ja auch der Revolver. Was mich irritiert, ist, dass die Königin nicht als Spinne zählt. Die Spinnenkönigin. Ach komm, hau ab, Viech. Dann könnten wir natürlich noch zusätzlich, um sie ein bisschen. Ja, um sie ein bisschen auszubremsen, könnten wir hier noch so ein bisschen Zeug streuen. Aber erstmal versuche ich es wieder so. So, come on. Na nein! Mist. Eins von fünf ist das immer noch. Warum? Töte ich keine Spinne? Ich verstehe es nicht. Ja, vor allem nachgeladen habe ich ja jetzt schon. Also ich müsste fünf hintereinander töten, ohne nachzuladen, was ich nicht schaffe. Kurios. Außerdem fehlt mir die Munition dafür. Komme ich bei, wenn ich die Aufgabe starte, bekomme ich da die Munition, die ich brauche? Nee, ne? Die muss ich erstmal wieder suchen. Ätzend. Nutz mal wieder das Sturmgewehr. Ist wohl buggy. Der Revolver ist mir nämlich neu. Okay. Meinst du, es war eigentlich das Sturmgewehr gemeint? Aber es kann ja nicht sein. Dann hätte ich ja nicht eben eine gezählt bekommen. Okay, da zählt aber jetzt auch eine von. Wie ist denn das möglich? Also irgendwie nicht geschafft, weil nachgeladen. Aber tatsächlich haben die hochgezählt, obwohl das Sturmgewehr war. Kurios. Okay, warte, dann machen wir es ganz anders. Dann lege ich jetzt hier Dinge in der Mitte aus. Du bräuchtest den Revolver aus Iron Fury. Der hatte 21 Kugeln oder so. Ja, okay. Moment, was war jetzt, wo war jetzt mein... Auf der 6 ist das Sturmgewehr. Komisch. Also auf der 6 ist das Sturmgewehr, auf der 2 sind die Dinger hier. Komm. Abgeschlossen. Bisschen kurios, bisschen geschummelt, aber... Hauptsache abgeschlossen. Mir egal. So, aber jetzt haben wir noch... wir haben hier immer noch Ausrüstung liegen, glaube ich. Auch wenn ich nicht genau weiß, in welcher Form die angezeigt wird. Aber es sollte hier, glaube ich, noch Batterien geben und dergleichen. Soweit ich das noch weiß... war das hier das Sturmgewehr mit 10 Kills? Okay. Ja, kurios. So, vielleicht muss ich jetzt alle Spinnen... Oh, das sind viele. Muss ich jetzt alle Spinnen töten, um zu sehen... Also, um andere angezeigte Dinge von Spinnen zu unterscheiden. Ich weiß halt nicht, in welcher Form hier, wie gesagt, Upgrades angezeigt werden, aber ich zünde auch einfach mal alles an.
Vielleicht finden wir dabei dann Dinge. Bin ich wieder über den Punkt hinaus, wo ich es schrecklich finde, die Viecher zu entdecken. Das ist witzig. Immer wenn ich das Spiel neu wieder anfange nach einer Weile, finde ich das ganz furchtbar, wenn irgendwo so eine Spinne hockt. Aber dann nach einer Weile, nachdem man jetzt wieder viele davon gesehen hat, die beim letzten Mal auch schon da, die Batterie? Kann doch nicht sein. Die habe ich übersehen. Ich zünde jetzt einfach alles an. In der Hoffnung, Dinge zu finden. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie viele Dinge mir noch gefehlt haben, dummerweise. Oh, da hinten. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht drauf geachtet, wie das denn angezeigt wurde. Warum kann ich den Laser nicht mehr benutzen? Okay, ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt einen Großteil der Sachen habe. Desensibilisierung, ja. Der Scanner funktioniert so, dass das Fragezeichen im Scanner hell leuchtet und zittert, wenn du in der Nähe von dem Zeug bist. Ach so. Ah, okay. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich kann den Laser nicht mehr benutzen. Der Laser ist so cool. Ich weiß aber auch gar nicht, ob jetzt noch was fehlt. Aber ich glaube, war hier nicht noch ein Upgrade oder sowas? Blödes Viech. Bevor ich mich jetzt mir einen absuche, gehe ich einfach wieder raus und schaue nochmal nach. Bist du sicher? Ja, ja. Ja, 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 ja. So, wo waren wir gerade? Scheunenstürmer. Ah ja, wir haben ja alles. 33115599922. Handschuh abgeschlossen. Sehr schön. Aber nichts Neues an Upgrades. Tracker-Upgrades haben wir jetzt noch nichts Neues, ne? Okay, so. Hier fehlen uns noch Batterien und ein Upgrade. Dann gehen wir da mal rein. Das war, glaube ich, da musste ich jetzt irgendwie Spinnen mit Feuer. Warte. Töte Spinnen ohne Sprengstoff zu verwenden. Ohne Sprengstoff zu verwenden. Aber ohne Sprengstoff heißt ja nicht ohne Feuer, ne? Ich hatte überlegt, ich wollte irgendwas, irgendwie wollte ich das machen. Oder ich hatte mir überlegt, was mir dabei helfen würde, weil das ist, ich glaube, da hattest du ganz, ganz wenig Zeit nur, um das zu tun. Deswegen wollte ich, glaube ich, den
Energy Drink benutzen. Wo haben wir den? Da. Den packe ich mal da hinten hin. Und wir nehmen den Flammenwerfer mal, weil das, glaube ich, eine Idee sein könnte. Flammenwerfer ist ja kein Sprengstoff. So, wo haben wir jetzt Spinnen? Naja, das reicht aber auch nicht. Nicht geschafft. Mann! Schade! Das war nämlich die Sache, dass hier die Zeit unglaublich schnell, unglaublich schnell läuft. Da ist der Energy Drink eigentlich schon eine coole Sache. Der ist, glaube ich, die richtige Idee, aber ich brauche mehr Spinnen auf einem Haufen. Okay. Gut, lassen wir die Aufgabe erstmal außer Acht. Und stattdessen suchen wir die Upgrades. Also habe ich mir wieder nicht gemerkt, was fehlt. Zwei Batterien oder wie war das? Ich schaue jetzt tatsächlich gerade nur auf das... Fragezeichen. Batterien und ich glaube sogar noch ein Upgrade oder so fehlte. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier draußen irgendwo liegt. Das Zeug hier draußen oder vorne draußen? Weil ich da vermutlich nicht so genau gesucht habe. Hier ist was in der Nähe. Den Eimer hier irgendwie wegpacken. Oder reingucken. Hier bin ich in der Nähe auf jeden Fall. Oder ich muss von vorne in diesen, in den grünen Container irgendwie rein. Explodierende Spinnen zählen auch als Sprengstoff. Ach so. Ja, das war die andere Idee mit Ködern. Zu locken, eventuell. Ah, hier. Da ist noch eine Batterie. Wir fackeln alles ab. Ah, da unten. Hat sich jemand gemerkt, wie viele ich brauchte? Ich nämlich dummerweise nicht.
Eins, zwei, viele, genau. So ungefähr, ne? Glaube ich auch. Kann ich die Bäume abfackeln? Hier ist doch... Hier ist noch irgendwas. Ah, hier. Da ist das Upgrade. D-Zellen. Neues Tracker-Upgrade. Okay, ich gehe wieder raus und gucke nochmal nach. Ich bin ja doof, dass ich mir das nicht merke. Und dann gucken wir uns das nämlich direkt an, was das kann. Wo waren wir da jetzt gerade? Unannehmlichkeiten, ne? Batterien fehlen noch. Immer noch zwei Stück. Aber das Upgrade können wir uns mal anschauen. D-Zellen. Erhöhen die Lebensdauer von Batterien wesentlich. Toll für extra lange Spinnenverfolgungsjagden. Ja, sehr gut. Nehme ich. Möchte ich haben. Perfekt. Okay, und wir brauchen noch zweimal Batterien. Und halt den Arachno-Handschuh. Jetzt alle schon anlocke. Ist ja auch blöd, ne? Warte. Zählen denn... Zählen Spinnen, die meine Kumpel sind? Spider Bros, genau. Kommst du jetzt mit mir? Ah ne, die läuft jetzt durch die Gegend einfach, oder was? Wenn ich jetzt einfach ganz viele in meine Freunde verwandle und die dann auf einen Schlag töte... Das ist vielleicht ein bisschen hinterhältig, aber hey. Achso, nee, das ist die falsche Geschmacksrichtung. Aber jetzt könnte ich so einen Spinnenkampf provozieren. Wenn jetzt eine andere ankommt und das da frisst, dann wird sie vielleicht von meiner angegriffen. Kann hier mal jemand, kann mal einer rauskommen und sich hier gütlich tun? Da ist doch... Ah! Fight! Fight! Krass, haben wir auch noch nicht beobachtet bis jetzt. Ja, natürlich. Mistvieh! Hast meinen Buddy gekillt. Okay, ja, doof. Ah, hier sind so viele explodierende Spinnen leider. Wenn die nicht gelten, ist natürlich blöd. Da muss ich die wirklich erst alle in normale verwandeln oder so? Aber ich habe auch gar nicht mehr so viele Snacks. Ja, vielleicht suche ich erstmal. Ich suche erstmal noch die Batterien. Zwei Batterien fehlen uns noch. Ich gucke erstmal nach den Batterien. Den Arachno-Handschuh können wir uns später noch überlegen. Hier sind ganz viele Viecher. Aber soll mir jetzt egal sein. Ich möchte nur die Batterien finden. Warum? Die lag doch beim letzten Mal nicht hier hinten in der Ecke. Kannst du mir doch erzählen? Die hätte ich doch nicht übersehen.
Sind die jedes Mal an einer anderen Stelle? Hier ist noch was irgendwo. Doch wieder die Stelle, an der ich eben schon mal war. Kann ich irgendwie da oben drauf oder so? In der Tonne drin? Moment, habe ich mal... Da. Ist doch was. Hier ist eine Batterie. Da, ich glaube, dann habe ich die Batterien jetzt. Ja, dann fehlt mir jetzt nur noch hier die... die Herausforderung. Aber wie? Wie machen wir es, wenn nichts explodieren darf? Waren hier nicht gerade eben ganz viele? Ja, toll, jetzt sind sie nicht mehr da. Aber es waren wahrscheinlich auch Explosive. Ja, es sind auch Explosive. Ich habe keine einzige getötet bisher. Nee, so funktioniert es nicht. Ja, wahrscheinlich, okay, wahrscheinlich, weil die ja auch Zeit brauchen, um zu sterben durchs Feuer überhaupt. Feuer ist, glaube ich, nicht die gute Möglichkeit dafür. Ja, es ist keine einzige gestorben. Das funktioniert halt auch nicht. Hier wird aber viel getrunken. Ja, im Moment schon, tatsächlich. Ah, hier muss ich mir noch irgendwie was einfallen lassen. Wie ich sie ohne Feuer erwische und ohne das... ohne dass Explosive dabei sind. Ich müsste sie anlocken. Wie war das hier, das Klebrige? Es gab irgendeine klebrige... klebrige Zitrone. Konnten die dann nicht so schnell weglaufen oder so? Ah, weiß ich jetzt nicht. Ich habe aber auch kaum noch Snacks. Naja, vielleicht ignoriere ich die Aufgabe erstmal. Das ist nachher die letzte, mit der ich mich beschäftige. So. Dann haben wir jetzt große Unannehmlichkeiten. Haben wir alles außer den Arachno-Handschuh. Wo fehlt uns denn noch ein Upgrade? Oder sowas. Batterien, Ziele, Geschmacksrichtung. Woher kriege ich denn... wo kriege ich denn Ausrüstung her? Durch was bekomme ich Ausrüstung? Tja, Ausrüstung habe ich ja überall schon. Ausrüstung 3 von 3. 2 von 3. Ach hier. Tief im Spinnenbau. Da fehlt mir noch Ausrüstung. Aber hier ist halt die Aufgabe, weiß ich ja, ist ja das mit der Mystery Machine, die ich noch nicht lösen kann.
Aber wir gehen trotzdem jetzt mal da rein. Einmal Ausrüstung. Zweimal Batterien. Und zwei Upgrades auch mal. Was wir machen können, ist das mit den Buddies. Versammle Rekruten, genau. Das habe ich aber beim letzten Mal nicht gecheckt, dass das hier mit den Dingern hier funktioniert. Nein, tötet sie nicht, sie soll fressen. Mist. Na. Doof. Frisst doch hier das Dingen, statt euch zu bekämpfen. Ah, oh, blöd, Mann. Muss ich die gleichzeitig haben, oder? Kann ich das wieder einsammeln? Hier, ist hier nicht noch eine, die das bitte mal fressen mag? Achso, hier kann ich noch welche einsammeln wieder. Das ist gut. So, hier hockten doch überall Spinnen in den Ecken. Kommt. Kommt mal ran hier. Fress mal. Ah! Oh, wie ich das hasse. Da ist doch eine. Ich beschmeiß dich direkt damit. Futter ist doch einfach. Da drüben sind auch noch welche. Spring mich nicht an! Oh, ich hasse das. Das ist doch echt zum. Ja, und statt dass die das fressen, tötet die jetzt einfach meine Buddies. Oder lässt sich töten. Auch doof. 5 von 6? Komm, noch. Noch einen Buddy brauche ich. Da ist doch einer. Guck mal. Nein! Mann! Warum ich die hasse? Findet sich hier nicht noch ein Freiwilliger, der... Da! Nimm doch mal das Ding da, bitte. Friss das doch einfach. Alter, ich hasse es. Ich meine, es ist ja witzig, dass die hier alle... Friss doch jetzt bitte einfach das Ding. Ich hasse es nicht. Wie kann man nur so unkooperativ sein? Jetzt habe ich nämlich wieder nur 4, weil einer getötet wurde. Warte. Ich muss mir harmlosere Spinnen suchen, um sie zu verwandeln. Hier. Hier, nehmt die Dinger. Nein, das war die falsche... Oh mein Gott, das war die falsche Sorte. Ich krieg die Krise. Friss jetzt! Jetzt habe ich wieder nur 5. Da drüben wird schon wieder gekämpft. Das ist gar nicht so einfach, wie man meinen sollte, dass es sein könnte. Jetzt aber. Verstärkung. Mann, ey. Da war aber jetzt eine schwierige Geburt. So, was haben wir dadurch? Jetzt haben wir irgendwas freigeschaltet dadurch? Nee, ich muss jetzt noch Upgrades und derlei Dinge finden. Ich habe ja vermutet, dass ich hier vielleicht noch ein paar Büsche abfackeln kann oder so. Es gibt aber eben auch noch eine Tür. Aha. Die ich noch nicht öffnen konnte. Aha, Batterie. Mich interessieren aber mehr die Upgrades. Beziehungsweise die Ausrüstung. Es gab doch auch noch einen Ausrüstungsteil, das ich brauche. Naja, das wissen wir, dass die... Drohne hier ist. Komme ich noch weiter nach oben? Ja, meine Buddies können die ganzen Spinnen töten, meinetwegen. Ja, an euch erinnere ich mich, dass ihr hier gesessen habt. Boing. Flip.
Hallo Bummelerster! Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend! Ich hoffe, du hattest einen schönen, angenehmen Sonntag und ich freue mich, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Wir haben doch Gleitzeit hier, kann doch jeder kommen und gehen, wie er will. Ein Bummel ist niemals zu spät, auch nicht zu früh. Er kommt genau dann, wenn er es beabsichtigt. Spätschicht, war ganz toll. Yay. Jetzt hast du es ja geschafft. So, was hatten wir jetzt noch? Batterie, mindestens eine Batterie, zwei andere Dinge. Moment, wo ist denn mein Rasenmäher hin? Der stand doch eigentlich hier. Den muss ich erstmal wieder... Komm, tu mir mal den Rasenmäher. Ging das nicht? Wie kann ich das denn machen? So. So, ich vermute, dass hier unter den Büschen eventuell noch Zeug sein könnte. Gucken wir mal. Wir suchen nämlich gerade noch Upgrades, Ausrüstung, Batterien. Deswegen ignoriere ich die Spinnen auch gerade so ein bisschen, weil das nicht mein Hauptaugenmerk ist im Moment. Stattdessen starre ich auf das ausgegraute Fragezeichen unten rechts in der Anzeige des Trackers und warte darauf, dass es aufleuchtet und mir zeigt, dass in der Nähe noch etwas Wertvolles zu finden ist. Aha, 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 aha. Kann ich den Baum abfackeln? Na, wo müssen wir denn hin? Das ist doch hier irgendwie am Baum. Was kann ich denn hier tun? Du hast einen Laserstrahl. Ja, den habe ich tatsächlich gerade eben irgendwann bekommen. Kürzlich. Als Upgrade für meinen Tracker. Jetzt ist die Frage, muss ich diesen Baum abreißen? Komplett? Wir haben die Drohne auch noch nicht ausprobiert. Oder ist es vielleicht... oben drüber auf dem Baum. Aha. So, aber wie komme ich dran? So? Ich glaube, ich habe es runtergeschmissen. Jawohl. Haha. Ich bin clever. Nossrasenmäher. Ha? Muss ich das... Moment, was war das? Das ist ein Upgrade? Oder was ist nochmal in den Geschenken drin? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Thank you.
Hier können wir nicht rein. Die ganzen Spinnen drehen die ganze Zeit voll am Rad, weil ich hier rumrenne. Lachgas. Das wäre auch witzig, wenn die Spinnen sich dann auf den Rücken schmeißen und kichern. So, hier haben wir unsere lustige Maschine drin. Ich habe übrigens diese Taschenlampe mittlerweile, aber ich glaube, die hilft mir nicht besonders. Ich nehme an, dass hier hinter der Tür noch Zeug sein wird. Und für das Rätsel habe ich bisher noch keinerlei Hinweise gefunden. Lachgas für ein Rasenmäher. Nitrooxid System. Was kann ich dann damit machen? Richtig Turbo zünden, wahrscheinlich. Also es ist eine Verbesserung für meinen Rasenmäher, einfach, dass der jetzt stärker ist, irgendwie. Aber ich muss das ja trotzdem erst mehr Power. Noch nie Fast and Furious geschaut? Nein, tatsächlich nicht. So gar nicht meine Art Film. Vielleicht kann ich mit dem Rasenmäher jetzt nochmal irgendwo durchbrechen. Da vorne durchs Tor oder so. Oh, warte. Hier, war hier nicht gerade was? Hier. Ich bin in der Nähe von Dingen. Vielleicht ist da auch nochmal irgendwas oben oder hier. Oh nein, jetzt funktioniert mein Laser wieder nicht mehr. Warum? Hier irgendwo. Ja, dann wahrscheinlich da oben. Da muss ich nochmal die Drohne bemühen, vielleicht. Um mir das anzuschauen da oben. Aufs Dach habe ich auch noch nicht geschaut. Was hat die für eine Reichweite? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich gucke mich mal um hier. Sehe ich mich jetzt? Ich müsste eigentlich da unten stehen. Hier ist was. Ich hoffe, ich habe es runtergeschmissen. Ja, habe ich. Echo-Orter. Auch nicht schlecht. Aber auch nicht das, was ich gesucht habe, ehrlich gesagt. Okay, aber wir gucken uns die Sachen mal an. Komm, ich kann ja jederzeit raus und reinhüpfen jetzt in die Level eigentlich. Nicht mal die guten ersten drei Filme. Nein, gar keinen. Autofilm. Ich nehme an, das waren alles Autofilme. Autofilme sind nicht meine Filme. Lachgaseinspritzung gibt deinem Rasenmäher mehr Speed, okay? Zumindest ist es im Auto so. Ja, ich nehme an, das wird dann hier auch so sein. So, Ausrüstung. Hatten wir jetzt Ausrüstung neu? Nee. Nee, was wir neu hatten, war... Hier, Upgrades. Und es fehlt immer noch Ausrüstung. Das eine Ziel natürlich und eine Batterie. Ich weiß halt nicht, was wir nochmal bekommen, wenn wir diese Maschine da... Wenn wir das Rätsel lösen. Tracker-Upgrades. Einmal reinschauen. Seite 2. Echo-Orter. Erkennt Laute von Spinnen in der Umgebung. Okay. Einfach weil wir im Moment die Punkte zur Verfügung haben, nehmen wir es mal mit. Finde ich jetzt nicht so berauschend, glaube ich. Aber die Upgrades schauen wir uns noch an. Seite 2.
Da ist der Rasenmäher. Dein Rasenmäher ist mit einer Lachgaseinspritzung ausgestattet, die bei Aktivierung seine Leistung erhöht. Boah. Okay. Ist die Frage, ob ich damit jetzt noch andere Dinge vielleicht platt machen kann, die ich sonst nicht geplättet kriege. Und ob ich dadurch irgendwas finde. Vielleicht indem ich über den Sandkasten fahre oder so. Aber sonst benutze ich den Rasenmäher ja eigentlich überhaupt nicht. Brauche ich, glaube ich, jetzt nicht so